Lackaffe. Okay. Nee, dann nehmen wir, glaube ich, Lack 1 mit. Na ja, gut, das ist eine schöne Farbe. Bla bla bla. So. Ist ja nicht so wichtig. Wir gucken, na gut, wir gucken schon volle Kanne drauf, ne? Also, da ist es schon eigentlich gar nicht so unwichtig. Okay, wo ist denn Number One? Da hätten wir Number One. Ja, dann fahren wir jetzt hier runter und dann einfach an der... am Wasser entlang. Schönes Fräulein. Lust auf mehr. Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Schnaps im Kopf, du holde Braut. Steck Bratwurst in dein Sauerkraut. Da unten ist es ja. Bald haben wir es. Ja. So, jetzt sind wir bei 41 Minuten. Das heißt, wir werden die erste Road Rage in der vierten Folge starten. So, und jetzt starten wir auch schon. 34, ihr seid doch nicht... ihr seid doch nicht ganz dicht, Leute. Naja, gut, erstmal wieder gucken, wo ist nach hinten gucken. Das ist ja hier ganz wichtig eigentlich, oder recht wichtig. Boah, Junge, Junge, ich dachte, ich fahre erst frontal gegen. Und hier ist es ja immer... mein Gott, es ist so ein Un... was mache ich eigentlich? Das ist auf einmal so ein totaler Unterschied von eben auf jetzt. So, schön um die Kurve driften. Yeah, Mann, ich bin so gut. Fick dich, Junge. Ich mache mich ein bisschen leiser. Um einfach... ja, nicht runterkicken, du Arsch. So. Bitte, 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 bitte. Okay, so, jetzt aber vielleicht. Boah, auf einmal ist man so lahmartig und so mega träge im Gegensatz zu eben. Ist das so eine Umstellung gerade. Deswegen seht es mir nach, dass ich gerade mega abfail. Weil, naja. Aber ein bisschen rumschubsen, so. Ah. Verdammt. So, erstmal Chassis Check. Na? Du Spacko. So. Ah. Komm schon. Arschloch. So. Tupidupidup. Na los, komm, ich will dich. Ach. Na, so, sauber. Wunderschön. Boah. Welch ein Glück. Dann nehme ich dich auch noch mit. Schade. Der hat's leider ausgehalten. Haha, Loser. Volle Kanne in die Wand gefahren. Ah. Nee, ich will auf der Seite bleiben. Bitte. Na? So. Boah, schade. Ich dachte, das wäre so geil gewesen, hätte ich den auch volle Kanne umgebratzt, ey. Naja, wie viele haben wir jetzt eigentlich? 11. Okay, das kann noch ein bisschen dauern. Also, stellt euch darauf ein, dass diese Road Rages etwas länger dauern als die Rennen. Ach nee, das war gar kein Gegner. Sorry. Hoppla. Naja. So, den voll abgeschossen. Sind wir gerade bei der Feindseite, würde ich sagen. Auf der falschen Seite. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Da hinten ist ja zu fahren. Also, pff. Na, kommt da mal der... ach, da ist noch einer. Muss ich mich leider erstmal mit dir vergnügen. So. Aber hinten ein bisschen leicht kitzeln. So ein bisschen hin und her fahren, so. Dann geht das schon. Jetzt nicht selber schrotten, ey. Ich glaube, ich habe bis jetzt... ja, ich glaube, ich habe mich jetzt zweimal selber geschrottet.
Ist sehr genial. Aber naja. Auf der i88 ist es eh eigentlich einfach. Also, ich weiß gar nicht, warum man das nicht auf der i88 machen sollte. Ich habe immer nur keine. Ich habe nur keine Lust, immer speziell zur i88 zu fahren, weil mir das einfach zu lange dauert dann. Vor allem muss man sich dann auch wirklich auf die Karte konzentrieren. So fahre ich einfach geradeaus oder halt da lang, wo mich der Computer dann schickt. Letzten Endes. Aua, du bist ein Penner. Wenn ich dann halt irgendwie einen Takedown mache und es geht um eine Kurve, dass er dann automatisch um eine Kurve fährt. Ansonsten fahre ich immer geradeaus. Boah, das dauert noch Ewigkeiten, Mann. Die haben erst 17. Oh Mann. Und da kommt nichts, weil die alle vor mir sind. Ah, jetzt ist der neben mir. Takedown. So, da haben wir einen Takedown noch. Ärgerlich. Rums, T-Bone. Ja. T-Bone heißt, ist bestimmt auch irgendwas, was auf, was es auch auf Deutsch übersetzt gibt. So ein Knochen bestimmt irgendwie. Hüftknochen oder was? Nein, das eher nicht, ja. Schön da hinten durchgezwängt noch. Oh. Ich habe immer keine Lust zu boosten, weil mir das nichts bringt. Ich meine, die kommen so oder so. Ich komme so oder so irgendwann zu denen. Weil die wollen mich ja auch kaputt machen. Und entweder kommen die dann von hinten mit so einer Mega-Boost-Power oder von der Seite oder von oben oder was auch immer. Jetzt zum Beispiel von der Seite. So. Na komm schon. Dich will ich. Ja. Ist ein bisschen blöd, dass die auch sehr viel aushalten. Ja, ich will nicht runter. Penner. Okay, dann müssen wir mal versuchen. Ja, super. Ist sehr weit weg. Oha. Gut. So. Ich wollte eigentlich versuchen, irgendein. Es klingt der erste Versuch. Fick dich. Einfach nochmal. Bist du weiter erfolglos? Versuch's mit einem anderen Event. Das war DJ Atomicas Spruch des Tages. Wow, herzlichen Glückwunsch. Nicht online Fieber, ein Event neu starten. Ja, es kann sehr lange dauern. Wir haben jetzt. Alter, wir haben da irgendwie. Also nicht zwei, 5 Minuten dran gehangen. Und haben es trotzdem nicht hingekriegt. Es wird sehr, sehr lange dauern. Macht euch gefasst. Ich werde das doch nicht in den. Loser! Voll der Takedown, ey. Hat voll den Takedown kassiert. Ich mach überhaupt nichts. Oh, schon 3. Freut mich. So. Hier war ich, glaube ich, schon einmal geschrottet. Und auf der Fahrt nach oben wurde ich das zweite Mal geschrottet. Irgendwie so. Naja, das versuchen wir natürlich jetzt mal zu verhindern. Aua. Indem wir jetzt einfach ein paar andere Leute zerstören. Ich will nicht runter. Ach, du Penner. Bist du eigentlich behindert oder so? Du sollst nicht runterfahren. Ah, danke. Warum fahren die alle runter? Sind die dumm oder so? Na komm, Grinding. Also. So, Alter, ist das hier voll. Loser. Okay. Ach, da vorne ist noch einer. Rums. Voll reingefahren. Morgenstern ach scheine. Also das sicherste, glaube ich, ist, den ganz knapp hinten am Heck zu treffen. Oder halt mit der, nein, nicht ganz knapp, aber halt so, dass man ja mindestens die Hälfte, auf der Hälfte ist. So, dann kriegt man das am besten hin. Verdammt. Weil dann, also wenn man ganz,
wenn man recht weit hinten trifft,